Für die Tigers, die ohne die drei Verletzten, Thomas Wilhelm, Dustin Whitecotton und Chad Besson, antreten mussten. Zu Gast vor gut 3000 Zuschauern in der Donauarena das Überraschungsteam bisher, die Augsburger Panther. Mit 5 Siegen aus 7 Spielen stehen die Gäste sensationell auf Platz 3 der Tabelle. Allerdings sieht der zahlreich mitgereiste Panther-Anhang zunächst mal aggressive Hausherren, die unbedingt die Scharte vom Freitag auswetzen wollten. Im ersten Überzahlspiel entwickeln die Tigers viel Druck. Sepp Lehner, der zuletzt nicht mehr Powerplay spielen durfte, bekam eine neue Chance und verzieht hier knapp. Auch nicht mehr Glück hatte wenig später Dusan Vos, Stern Panther-Goalie Dennis Endras scheitert. Doch das Powerplay war ja noch nicht vorbei. Genau 5 Minuten und 2 Sekunden zeigte die Stadionuhr, da bedient Brian Maloney Billy Chu. Und mit etwas Glück erzielt der Straubinger Publikumsliebling seinen 8. Treffer im 8. Saisonspiel. Was für eine unglaubliche Quote für Chu, der ja fast die ganze letzte Saison wegen einer Schulterverletzung fehlte. Endras hier im Pech, mit dem rechten Schoner schiebt er sich die Scheibe selbst ins Netz. Allerbeste Stimmung bei den Tigers-Fans, der schwarze Freitag war schon fast wieder vergessen. Allerdings präsentierte sich die Straubinger Defensive manchmal wieder vogelwild. Matt Ryan taucht hier ganz alleine vor Mike Bales auf und Straubings Nummer 1 rettet großartig. Die Panther entwickelten nun viel Druck, ließen die Tigers phasenweise nicht aus dem eigenen Drittel kommen und sie hatten Chancen. Zunächst scheitert Steve Chunker erneut mutterseelenalleine vor Bales. Mit Glück und Können bewahrte der Kanadier sein Team vor dem Ausgleich. Aber noch ist die Chance nicht vorbei. Am langen Eck bekommt Scott Barney die Scheibe, bringt sie aber auch nicht an Bales vorbei. Aber zählen Sie mal mit. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal darf Barney unbehelligt schießen. Ja klar, wir hatten viele Chancen gehabt. Mike Bales hat super gehalten und heute wollte einfach nichts rein. Allerdings vorerst auch nicht mehr auf der anderen Seite. Fehler diesmal der Augsburger, doch Maloney ist zu eigensinnig. Aber auch hier die Chance noch nicht vorbei. Matt Hussey schnappt sich den Puck, passt zu Maloney, aber Endras ist auf dem Posten. Rüber wieder auf die andere Seite. Tolle Kombination der Panther und Riesenglück für die Tigers, dass Wade Colney im letzten Moment entscheidend stört. Die Zornesfalten auf Coach Bob Mannos Gesicht wurden immer tiefer. Leider verpasste es Hussey in der 15. Minute für Entspannung bei Trainer und Fans zu sorgen. Alleine vor Endras bringt er die Scheibe nicht im Pantherkasten unter. Allerdings sehen wir hier, dass Thomas Göttl mit dem Stock Hussey noch entscheidend behindert. Dann der vorläufige Höhepunkt im Spielchen Augsburg gegen Bales. Mark Murphy an dem Pfosten, Nachschuss Mathis Olymp, Bales und schlussendlich Jeff Likens wieder Pfosten. Was verholzen die Gäste da für Chancen? Oder drücken wir es positiv aus? Bales hat hier mehrfach das Glück des Tüchtigen. Zweimal der Pfosten und einmal Straubings Cerberus verhindern den eigentlich überfälligen Ausgleich. Mike Bales war mit Abstand der beste Mann auf dem Eis heute. Und selbst wenn wir Mike Bales gezwungen haben, habe ich auch noch nie im Eishockey gesehen, in einem Wechsel 3-mal den Pfosten getroffen. Rein ins zweite Drittel und da war diesmal das Pech auf Seiten der Straubinger. Eric Milosch visiert nach 22 Minuten ebenfalls den Pfosten an. Wunderschöner Schuss des ansonsten nur bei Diskussionen mit dem Schiedsrichter auffälligen Tigers-Kapitäns. Da wäre Endras chancenlos gewesen. Wenig später stand schon wieder sein Gegenüber im Blickpunkt. Diesmal probiert Brad Engelhardt. Bales bleibt wieder Sieger. Unglaublich, was der 37-Jährige an diesem Abend alles rausfischte. Doch in der 31. Minute war dann auch Bales geschlagen. Thomas Jörg bezwingt ihn aus kürzester Distanz. Zuvor schlechter Wechsel der Tigers. Red Gordon mit dem perfekt getarnten Pass und Jörg hält einfach nur den Stock dazwischen. Bales aus dieser kurzen Entfernung natürlich chancenlos. Doch lange sollte sich der Augsburger Anhang nicht freuen dürfen. Nur 42 Sekunden später bekommt Hussey die Scheibe und er zieht einfach mal ab und überrascht Endras total. Aus diesem Winkel darf der Puck natürlich niemals reingehen. Aus der Übertorperspektive sehen wir, durch die Hosenträger von Endras trifft Hussey den Innenpfosten und von dort geht die Scheibe rein. Die Tigers also nach 32 Minuten erneut in Führung.
Der Rest der Partie ist dann schnell erzählt. Die Hausherren versäumten es, hier in Person des besten Feldspielers Hasse den Sack zuzubinden. Deshalb hieß es bis zum Ende zittern, wobei die Gäste nur noch wenige Chancen dieser Güteklasse vorfanden. Kurz vor Schluss scheitert Ryan aus Nahdistanz an Bales, der damit den äußerst glücklichen 2:1-Sieg der Tigers festhält. Ja, da war schon etwas Glück mit dabei. Sie haben eine sehr gute Mannschaft, sehr schnell und schwer auszurechnen. Aber alles in allem sind wir mit den 3 Punkten hoch zufrieden. Ja klar, ist ärgerlich, aber in der Liga darf man nirgendwo Punkte einplanen. Straubing hat eine gute Mannschaft, war ein gutes Spiel heute und glückliche Ende für Straubing. Mike hat heute ein überragendes Spiel gezeigt. Er hat uns im Spiel gehalten und den Sieg ermöglicht. Augsburg hat klasse gespielt, aber sich an ihm die Zähne ausgebissen. Meine Mannschaft hat toll gekämpft und dagegen gehalten. Deshalb bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Art und Weise ist dagegen sicherlich noch ausbaufähig. Bis auf Bales und die zweite Reihe enttäuschten die Tigers. So wird schwer im Kampf um Platz 10. Aktuell ist man mit 8 Punkten Tabellen 13.